Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück zu einem weiteren Unboxing auf unserem YouTube-Kanal. Heute habe ich für euch einen Adidas-Schuh dabei, und zwar den, auf der Box steht SST AEC Super Earth SW, also den Superstar Super Earth in Kollaboration mit Sean Wotherspoon. Schauen wir uns erstmal die Box an. Wir haben hier dieses Blumen-Grafik-Logo, genau wie auf der anderen Seite. Wir haben hier halt ganz normal das Tag, auf der Rückseite eine Weltkugel und hier das Kollaborationslogo, also Sean Wotherspoon mit seinem SW, ein Peace-Logo in der Mitte und drumherum eine angedeutete Blume mit dem Schriftzug Super Earth. Auf der Rückseite haben wir dann nochmal eine Weltkugel, also eigentlich keine Kugel, sondern ein S-Logo, was aussieht wie die Weltkugel mit einem Buckethead auf, wo auch das Logo nochmal drauf ist. Die sagt Stay Classy and Clean. Ja, die Box ist außerdem mit Earth-Friendly Materials gemacht. Und wir schauen direkt mal in die Box rein. Wir haben hier erstmal so ein Cardboard, wo ein paar Infos zu dem Schuh draufstehen, ist, denke ich, ganz interessant. Hier steht auch nochmal drauf, this shoe alone will not save the planet. Aber ich denke, es ist ein Anfang. Es ist, glaube ich, der bis jetzt einzige vegan, komplett vegan gemachte Superstar, der jemals rausgekommen ist. Ja, genau. Und hier haben wir direkt zwei Paar Laces, einmal gelb, einmal ein hellrosa. Das tue ich hier direkt mal zur Seite und dann nehmen wir den Schuh wie immer einmal aus der Box. So und so. Ja, genau, und hier haben wir ihn. Ist, denke ich, auch heiß erwartet gewesen. Das ist der Start der, oder nicht der Start der Zusammenarbeit mit Adidas und Sean Wotherspoon. Es sind, glaube ich, auf der Round 2 Seite irgendwann schon mal recycelte oder upcycelte Sambas rausgekommen, die dann versehen wurden mit ein paar Logos von Sean Wotherspoon. Ja, und das ist jetzt aber die erste offizielle Kollabo. Die Zusammenarbeit soll ja anscheinend noch weitergehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch kommt. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, der Schuh ist, also das Obermaterial ist ein komplett veganes Leder. Sehr interessant, aber wir starten mal wie immer an der Heel. Wir haben hier das Adidas Originals Logo mit einem kleinen Strich drüber gestickt, was auf jeden Fall auch neu ist. Hier dieses Overlay ist dieses Mal auch nicht, also es ist schon fest, aber die Seiten stehen hier überall so ein bisschen ab. Ja, wie gesagt, unten dieses vegane Vollleder, was sich auch wirklich wie Leder auf jeden Fall anfühlt. Und auch sehr weich ist, also bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, wie gut das gemacht ist. Ja, und dann fängt sie hinten auch schon an mit den ganzen Stickereien, mit den Blumen und diesen Fäden, die halt bis zur Midsole oder sogar leicht über die Midsole gehen. Nach dem, was so im Büro über den Schuh gesprochen wurde, ich glaube, wir finden den alle ziemlich nice, aber ich glaube, ja, jeder würde mehr oder weniger diese Fäden abschneiden. Ich glaube, wenn man das tut, ist das dann schon mal deutlich besser. Das ist natürlich aber jedem selbst dann überlassen. Die sollen natürlich unten die Stiele der Blumen so ein bisschen aufgreifen. Aber die Stickerei an sich ist auf jeden Fall ganz nice. Es findet sich hier Orange, Gelb, Schwarz, Rot, Blau und Grün wieder. Also sehr farbenfroh, wie immer, wie von Sean Wotherspoon gewohnt. Ansonsten haben wir das Classic Upper vom Superstar. Wir haben hier auch die drei Streifen, die man jetzt nicht so gut sieht, weil da halt die Stickereien drüber sind. Auf der Innenseite jedoch haben wir dann hellblaue Streifen, die man dann wieder besser sieht. Wir haben hier auch wieder so ein leichtes Mismatch-Thema, weil auf der Innenseite hier oben der Streifen in dem hellrosa gehalten ist, deswegen auch die Laces dazu. Auf der Außenseite ist der dann in hellblau.
Die Zunge ist perforiert. Wir haben hier oben nochmal das SW Super Earth Logo, was wir auf der Box auch schon gesehen haben. Auf der Innenseite, das lese ich einmal kurz vor, von der Zunge steht: The truth is that this shoe alone will not save the planet. However, we challenged our creation process to find more sustainable solutions. Consider this as a commitment for continuous innovation in the field of sustainability. Also auf jeden Fall eine Ansage von Adidas, dass man versuchen wird, die Schuhe in Zukunft mehr sustainable zu produzieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch kommt. Ich meine, Adidas ist da ja eh einer der Vorreiter mit den ganzen Parley-Geschichten und was schon so alles kam. Die Noah-Kollabo kommt ja jetzt auch oder ist schon rausgekommen, die sich auch wieder an den Ozeanen orientiert hat. Also man darf auf jeden Fall gespannt sein, was Adidas in Zukunft noch so macht. Wir haben dann auf der Außenseite hier nochmal eine Weltkugel drauf, halt passend zum Super Earth-Thema. Und vorne haben wir dann den Shell-Toe. Ist auf jeden Fall, denke ich, auch aus dem recycelten Material, fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen anders an als normalerweise. Hier haben wir dann so eine Eierschalenfarbe, da sind so leichte Farbsprenkler in dunkelblau noch drauf. Genau wie auf der kompletten Midsole, wo sich auch die Sprenkler wiederfinden und die auch in dem Eierschalen weiß ist. Die Outsole dann genauso und als letztes haben wir dann hier noch die Kork-Innensohle, die auf jeden Fall auch sehr bequem sein wird. Denke ich, haben wir hier auf dem rechten Schuh nochmal Earth draufstehen, auf dem linken steht Super drauf und hier unten haben wir nochmal das Kollaborationslogo. Kork-Innensohle finde ich immer persönlich sehr nice, ist ja auch ein natürliches Material, passt also sehr gut zum Thema der ganzen Kollabo. Und ja, das ist es eigentlich schon zu dem Schuh. Also haben wir jetzt innerhalb von anderthalb Wochen zwei Sean Wotherspoon Kollabo Releases mit dem Essex in der letzten Woche und diese Woche mit dem Superstar. Ja, wie gesagt, das mit den Fäden, die über die Midsole hinausgehen, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich denke, abgesehen davon ist der Schuh echt sehr stabil. Mal was Neues auch auf dem Superstar mit den ganzen Stickereien, die über die Logos auch hinausgehen. Und ja, der Super Earth oder Superstar Super Earth kommt in der Nacht von Freitag auf Samstag bei uns raus um 0 Uhr, wie bei allen Adidas Releases, also in der Nacht, also macht euch bereit, wenigstens von Freitag auf Samstag. Da können die meisten am Samstag dann ausschlafen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr einen bekommen werdet. Es wird ein ganz normaler Online-Release bei uns werden. Schaut einfach, dass ihr ein paar Minuten vorher auf der Seite seid und seid auf jeden Fall schnell. Aber ich denke, das sollte klappen. Ja. Lasst mir natürlich auch gerne wieder ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert unseren Channel für weitere Reviews und Unboxings und weiteren Sneaker-Content. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Peace. What's up, guys, and welcome back to another unboxing on our YouTube channel. In my hands right here, I have the newest Sean Wotherspoon X Adidas collaboration, which is the first one in their partnership, which will go on for a longer time, I believe. But this is actually the first installment, and Adidas and Sean Wotherspoon have chosen the classic Superstar for it, as it of course celebrates its 50th anniversary this year. Yeah, as you can see, the shoe definitely looks very interesting, definitely something we haven't seen from a Superstar so far. The box is made of recycled material. You have these flower graphics all over and yeah, the globe of the world. And then we have these two extra pairs of laces, which is a light pink and yellow. And we have this cardboard cutout, which explains all of the different materials used in the shoe, that they're all pretty much recycled or renewable materials. And the shoe is actually completely 100% vegan, so no animals or no animal products were used in this product. Yeah, the leather is fully vegan as well, of course, but it's definitely very plush and feels very, very nice.
But let's start at the heel, where we have the Adidas Originals logo in black with a line stitched above it. The edges are not completely stitched to the shoe, which is kind of interesting, I feel like. All over the shoe we have this flower stitching in different colors, which is yellow, black, red, green and blue, and orange as well. The strings go down further than the midsole. I think most people will cut them off to get a little bit cleaner look. But it's of course representing the stems of the flowers, which is very, very interesting. And it's not only flowers, they have also used Adidas Originals logos, which is very, very dope. Then this stripe right here on the outer side of the shoe is in a light blue, and on the inner side it's light pink, as well as the laces. On the tongue we have the Sean Wotherspoon Super Earth logo, which is his signature SW, and then a peace sign with a flower around it and the Super Earth writing underneath. The tongue is perforated as well, and then we have the world or globe logo underneath in blue and green, of course. We have a cork insole which says Super on the left pair and Earth on the right one, which is very dope as well. Of course, cork's also a renewable material made from trees. And yeah, the shell toe is also in a recycled material. It feels a little bit different than on other superstars, but it feels very nice. It has these dark blue sprinkles on top of it, which are on the midsole as well, and we have the eggshell color on both of them and the outsole as well. And the inside of the tongue, it explains what Adidas and Sean Wotherspoon meant to do with this collaboration, and it says, "The truth is that this shoe alone will not save the planet. However, we challenged our creation process to find more sustainable solutions. Consider this as a commitment for continuous innovation in the field of sustainability." Which is very dope, I think. It's very important for us to continue developing techniques or even materials that don't harm the earth as much. And Adidas is giving a commitment to do so. That's very, very dope. And yeah. Of course, this one alone will not save the planet, but it's definitely a start. Yeah, the shoe drops from Friday to Saturday at midnight our time. It will be a normal online release. Be fast if you want to cop the shoes. I think for Adidas Superstar and Sean Wotherspoon fans, this is definitely a must cop. The design is very interesting. With the stitching all over the shoe. I'm a big fan of it, and I hope you are as well. So if you want to cop it, be fast from Friday to Saturday at midnight. All right, guys, this is it as far as the unboxing goes. Thank you for watching. Please leave a like if you enjoyed the video. And of course, don't forget to subscribe to our channel if you want to see more unboxings of dope products and other sneaker content as well. And I will see you guys next time. Peace.